Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger und dem Stereo Trader. Und ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Freue mich wie immer, dass dieses Webinar so zahlreich besucht wird und dass Sie heute live dabei sind. Und da der Markt ja bekanntlich nicht auf uns wartet, obwohl Dirk eben meinte, dass er DAX auf ihn wartet, müssen wir trotzdem kurz den Risikohinweis besprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte dieses Event nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Am Ende müssen Sie Ihre eigenen Entscheidungen treffen, unabhängig vom Inhalt heute. Ja, das ist ganz wichtig. Gut, lieber Dirk, dann übergebe ich sehr gern den Bildschirm und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. So, bevor ich Ihnen das annehme, gucke ich erstmal, dass ich nicht wieder gleich hier einen Datenfauxpas mir leiste. Moment. Erstmal die Fenster hier neu verteilen. Ich wette, es kommt nämlich da raus. Oh, jetzt lässt mich das auch noch nicht, ne? Kannst du mir den Bildschirm, Sekunde. Ich kann das nämlich hier nicht zwischendurch machen. Ja, es wäre nämlich genau wieder da rausgekommen, wo es nicht soll. Den Bildschirm nochmal geben, bitte, Nelson. Den Bildschirm nochmal geben. Okay, warte. Muss ich erstmal hier. Sieht was hast du jetzt getan? Ja, kriegst du. So. Nee, du hast hier gerade meine Bildschirme umgeschaltet, alle. Wie hat das gemacht? Das weiß ich nicht. Das verrate ich nicht. Nelson. Ich sehe gerade, wie viel Andreas wir hier online haben. Wahnsinn. Also, jetzt aber sollte dann finally mein Bild auch da sein. Das ist richtig. Viel Spaß. Wie? Bist du schon weg? Nelson? Nein, natürlich nicht. Da geht der einfach, ey. Das glaube ich ja nicht. So, ich muss jetzt trotzdem hier noch einen, weil du hast mir hier alles gerade zerstört. Also, ist nicht in Ordnung. Muss ich jetzt hier nochmal kurz hoffen, dass ich da nichts anderes mehr da so, ja, könnte klappen. Gut, so, jetzt haben wir es aber dann doch endlich, glaube ich, hier aufgeräumt auch alles. Gut, dann kann ich ja auch die Kamera anmachen und sage an der Stelle, moin, einen wunderschönen guten Morgen hier live aus Köln und in Farbe zur Markteröffnung. Sorry, ich habe ein bisschen hier gekämpft, gerade mit meiner Kamera und irgendwie auch Bildschirme. Die hat der Nelson mir, ne? Also Nelson ist im Zweifelsfall immer der andere, der schuld ist. Wenn ich nicht bin, war es der Nelson. Heute ist es der Nelson, der hat nämlich hier meine ganzen Bildschirme weggeschaltet. So. Ja, ne? Kannst du auch mal hier ruhig mal die Verantwortung übernehmen. So, jetzt gucken wir, hier sind ja schon wieder ganz lustige Sachen im Chat. Also ich habe ja gesagt, ne, so, wer trinkt heute einen Kaffee mit mir? Ich hoffe, ihr habt alle einen Kaffee am Start. Ich sehe gerade so den Vorteil an so einem schwarzen Hemd in der Kamera. Das ist echt gut, ne? So, weil Corona hinterlässt ja so seine Spuren. So auch was irgendwie den Body Shape angeht. Von daher fällt da einiges gar nicht mehr so auf. So, jetzt gucke ich mal gerade noch irgendwie, ich wollte nämlich noch wissen, wer da ist. Und weil ich mal gucken wollte, eben da so drüber. Einen Moment bitte. Aber Nelson, du kannst ja schon mal die lustigsten Kommentare wieder aufgreifen, wenn du möchtest. Ah, das willst du nicht hören. Doch, ich nehme das alles. Ich nehme das alles. Der Markt rennt ja so schnell nicht weg. Von daher. Ja, okay. Na naja, gut. So, nee, ich hatte nämlich meiner Mutter einen Link geschickt. Die fragt sich ja immer sowieso, was ich hier treibe. Aber scheinbar hat es nicht hier reingeschafft. Gut, das muss ich dann vielleicht mal machen, ihr mal halt das irgendwie auf dem Handy einrichten oder so. Deswegen habe ich hier gerade mal die Liste durchgeguckt. So, also, ich überfliege hier mal die Kommentare.
Also den, ich meine, Support machen wir hier natürlich keinen, ne? Das ist halt klar. Also neue Version ist draußen, das hat ja jeder mitbekommen oder noch nicht jeder. Vorsicht, die offizielle Ankündigung fehlt ja noch. Oh, Outfittery hat gut gearbeitet. Ja, genau. Ne? Reinhard, du hast erkannt, was schwarz sehr gut kaschiert. Und ich weiß, dass das Bild stockt, da kann ich leider nichts für. Das liegt an GoToWebinar. Die kriegen die Bandbreite nicht auf die Reihe, die man bräuchte. Deswegen bewege ich mich ganz langsam. So. Guck dir die Kommentare an, das ist echt gut. Manche kann man gar nicht vorlesen. Das grenzt ja an. Das sage ich doch. Ich muss mal hier Ton, glaube ich, ein bisschen zurückdrehen. Ne? Ist ein bisschen verzerrt. Ich glaube, so ist besser. Zieh mal was Weißes an. Genau, auf jeden Fall. So. Gut, also, genug Spaß, dann fangen wir jetzt mal an. So, einen Schluck Kaffee noch. Und dann gucken wir mal, was der Markt hier heute uns vorhat, wie er uns heute veräppeln will. Gestern hätte er das ja fast geschafft. Also, was heißt, kommt darauf an, wie man damit umgegangen ist. Ne? Ich hatte ja gestern relativ klare Kriterien, halt vor allen Dingen für den DAO, für den DAX ja weniger. Da habe ich ja nur gesagt, der wird ihm wahrscheinlich hinterherlaufen. Und der DAO braucht aber einen ordentlichen Trigger. So, fangen wir erstmal mit dem Überblick hier an. Weil momentan stehen wir eh hier im Mittelfeld, von daher jetzt hier sofort irgendwie ein Trade macht schon mal gar keinen Sinn. Na komm, oh, ich hätte meinen Server, habe ich vorhin überlegt, soll ich den noch neu starten? Aber da wäre ich jetzt wahrscheinlich immer noch nicht da, weil der hakt so ein bisschen. Das wäre schon gut gewesen, aber ich hoffe, ich komme da jetzt irgendwie so mit durch. Und zwar beim DAO habe ich ja irgendwie gesagt, ne, wenn wir mit einem Abwärtsgap reinkommen, also das war hier am Sonntagnacht, da hatte ich ja sogar einen Trade abgesetzt dafür. Und dann sollte es relativ einfach werden. Aber wie man hier sieht, das war hier Sonntagnacht an der Stelle. Und da gab es keinen Abwärtsgap, Abwärtsgap, sondern einen Aufwärtsgap. Ne? Und das ist halt hier nochmal eingezeichnet. In Gelb, ich gebe das auch mal frei im Live-Chart, wie immer, für die ganzen Webinar-Teilnehmer, die auch keine Lizenz haben, sondern nur eben halt das Live-Chart installiert. Dann kann man das halt auch nochmal sehen und nach dem Webinar ist es dann halt wieder weg. So, und da habe ich halt gesagt, wenn wir da mit dem Abwärtsgap reinkommen, wird es einfach und dann sollten wir relativ schnell in den Süden rauschen. Aber es kam entsprechend ein Aufwärtsgap, war trotzdem handelbar. Da hatte ich auch noch gesagt, hier oben ist die Grenze bei 584. An der Stelle, dort darf er nicht hin, beziehungsweise nicht mehr drüber und dann geht es halt runter. So, das hat ja soweit funktioniert, ne? Nicht nur bis in die grüne Zone, die natürlich vorher auch schon da war, sondern hier einfach bis in den nächsten Bereich. Ich hätte mir gewünscht, dass er komplett durchfällt, aber nichtsdestotrotz, die Strecke hier ist natürlich völlig in Ordnung, es waren fast 300 Punkte. Also das konnte man schon machen, ich selbst habe ja auch den Trade dazu noch gepostet, war aber nachher überhaupt nicht mehr am Rechner. Und habe dann tatsächlich vergessen, den auch zu managen, beziehungsweise das halt noch weiter zu beschreiben und habe ja dann da noch gemeint, ich hoffe wirklich, ich meine, ich weiß ja, dass da halt einige dann halt auch folgen und dass dann jetzt wirklich nicht jemand hingegangen ist, hat gesagt, ey, Moment mal, da kommt kein Update, ich nehme da auch nichts mit. Also das ist natürlich immer falsch, ne? Weil generell ist ja der Ansatz immer der, am besten handelt man von einem Punkt zum anderen und wirft dann alles raus. Und wenn man irgendwie zwei Punkte handelt, ne, also mit Punkten, meine ich ja halt im Endeffekt immer nur, es gibt ja Grenzen, womit ich den Markt ja halt, also jetzt in meinem Handelsansatz eingrenze. Und es ist meistens vermessen, über mehr als zwei Linien hinaus zu handeln, meistens sogar nur eine. Und das heißt, wie hier zum Beispiel, an der Stelle sieht man es, ich habe noch gar kein Bild, ne, sehe ich gerade. Unglaublich, sagt doch keiner. So. Hier an der Stelle sieht man es, wir hatten halt hier das Gap. So, und was ich halt gerade meinte, ist, dass, wenn zum Beispiel von einem Punkt zum anderen, das wäre dann, dass wir halt von einem Level, wie zum Beispiel hier die 539, bis zum nächsten, ne, also das dann halt eben unter der davorliegenden Stundenkerze liegt, handeln. Und das wäre die 451. Ne, da wäre eigentlich sogar schon Exit gewesen. Maximal dann halt eben die nächste und das hier ist sowieso dann schon extremer Bonus gewesen und da muss man natürlich irgendwo dann auch sagen, ja gut, also da gehe ich jetzt erstmal raus, ne, und nehme mal Gewinne mit
Und bevor man dann irgendwie sagt, ja, ich kriege hier irgendwie den Crash oder was auch immer, ne, bis halt irgendwie ja, Bildschirm umstellen, sorry, ich habe das echt zu spät gemerkt gerade. Nelson, sag doch was. So, also, ne, das heißt, hier dann natürlich nicht auf allzu viel, da muss man irgendwann raus. Ich hatte den Entry hier an der Stelle, er ist halt, wie gesagt, so weit gelaufen und ich konnte mich nicht mehr drum kümmern. War jetzt aber auch nur irgendwie eine, wirklich für mich jetzt eine sehr kleine Position. Trotzdem ist es natürlich ärgerlich für die, die es halt nachverfolgt haben. Und aber ich glaube, da kann man aber auch wirklich selbst drauf kommen, ne? Dass man dann irgendwann mal den Stop nachzieht und selbst wenn man nicht genau weiß, wohin, aber wenn man 300 Punkte vorne liegt, dann liegt das natürlich absolut auf der Hand. So, versuchen wir mal, jetzt hier mal vielleicht sogar mit dem DAX zu starten. Der klebt schon wieder. Also hier 915 scheint für den irgendwie entscheidend zu sein. Ich guck mal, je nachdem, wie jetzt gleich die erste Bewegung ist. Hier oben wäre natürlich, ich versuche jetzt mich mal hier im Timing drauf einzustellen. Sorry, wenn ich da jetzt im Moment ein bisschen springe. Also, hier oben Widerstand. Widerstand ist Widerstand, bleibt Widerstand. So, das heißt, wenn wir da oben hinlaufen sollten, auf die 14.020 etwa, würde ich da, glaube ich, auch direkt mal mit dem Short nochmal dagegen halten. Ne? Und weil ich halt einfach davon ausgehe, wir sind hier, haben wir Verkäufer gehabt, da war es halt nochmal bestätigt, der Bereich war natürlich vorher schon da und jetzt hier möglicherweise den dritten Anlauf und die Chance, dass es hält, ist natürlich schon irgendwie zweimal bestätigt und warum nicht auch ein drittes Mal. So, und das heißt, das wäre dann halt ein reiner Impuls, weil Trend ist hier noch nicht wirklich erkennbar, was das Ganze werden soll. Das hieße für mich an der Stelle dann eben entsprechend die hier oben den Bereich. Ich würde da halt mal irgendwie eine kleine Position da mal hinsetzen. Das wäre dann entsprechend die 24, ne, hier über dem High da an der Stelle kann man sicherlich relativ ungefährlich machen, wenn er überhaupt jetzt auf Anhieb dahin läuft und nicht doch gleich auf der Unterseite nochmal ansetzt. So, die lasse ich jetzt erstmal liegen. Stop würde ich mal ein bisschen höher ausloten. Und dann gehe ich jetzt erstmal nochmal zurück ins andere Bild, bis wir hier was kriegen können, was dann halt eben auch Sinn macht. So, also, dann jetzt mal den DAX ein bisschen weniger hektisch. Wir hatten gestern auch hier ein kleines Aufwärtsgap. Hier sieht man es, ich habe es jetzt nur nicht hier eingezeichnet, weil es halt mitten in dieser Zone war. Kleines Aufwärtsgap auch hier, rennt einfach nochmal hier bis genau an den Widerstand, den ich ja auch gerade hier besprochen habe. Und von dort hier ganz markanter Punkt, das ist die Jahreseröffnung hier unten in Fett. Violett ist freigegeben, okay. So, von daher, deswegen hat die halt auch so ein bisschen andere Farbe und ist halt auch ein bisschen markanter bei mir im Bild eingezeichnet. Er hat schon ein paar Mal dran versucht, jetzt hier in 2021 da die Farbe halt umzudrehen. Von daher war das gestern schon relativ plausibel, dass es da unten dann halt eben dann auch erstmal hält. Ich weiß, ich habe da auch jetzt nichts zu gepostet zum DAX großartig, aber das ist jetzt erstmal soweit auch okay. Und wenn man das jetzt halt mal ein bisschen rafft, dann sieht man aber halt trotzdem, das war ein neues Tief. Also wir haben halt hier schon irgendwo noch einen Abwärtstrend, der eigentlich auch intakt ist, bei dem man aber nur nie so weiß, wo wird jetzt als nächstes das nächste Hoch halt ausgelotet werden. Und hier fallen natürlich jetzt ganz klar die beiden Kandidaten hier ins Auge. Also einmal hier oben der Bereich, den kann man auch mal umfärben. Und entsprechend halt hier dieser Widerstandsbereich. Und das ist natürlich das Erste, was einem halt hier ins Auge fällt und wo der halt auch eigentlich reagieren sollte. Also, ne, weil wir haben halt hier nochmal ganz klar immer noch einen intakten Abwärtstrend. Ne, wenn man die Schwingung halt mal ein bisschen größer zeichnet, hier sind so ein paar leider irgendwie ein bisschen verrutscht. Ne, aber man sieht es halt schon, hier gab es dann mal einen kleinen Bruch. Deswegen ist die halt auch in Blau. Jetzt hier von diesem Hoch kam danach aber halt wieder runter. Kein neues Hoch und dann entsprechend halt auch hier. Man könnte es halt auch relativ vereinfacht darstellen, indem man den hier einfach weglässt und dann sagt, gut, hier verläuft eigentlich die Geschichte und dann sieht man es halt schon ein bisschen deutlicher. Ne?
So, und das heißt, der ist intakt. Der wäre erst nicht mehr intakt, wenn wir da oben über die 134, nicht mal das würde reichen, sondern halt eben tatsächlich hier über die 14.160 laufen würden. So, dann hätten wir langsam ein Problem. Aber noch ist das hier dazwischen als Rauschen zu werten und ansonsten eine Geschichte, die halt immer noch intakt ist. So, so würde ich das halt hier mal sehen. Und das heißt entsprechend deswegen halt auch die Richtung wäre jetzt halt hier unverändert erstmal short. Also das heißt unverändert. Ich habe ja irgendwie am Freitag DAX nur long gehandelt. Aber das hat es auch Sinn gemacht, weil wir da halt auch irgendwo unten standen. So, jetzt stehen wir aber halt nicht wirklich unten in diesem eigentlich darüberliegenden Abwärtstrend, sondern wir stehen halt irgendwo im Mittelfeld. Und von daher wäre jetzt für mich jetzt hier long irgendwie erstmal keine Option, zumal wir hier mitten in dieser Zone halt hängen, die ja schon gefühlte 100 Mal irgendwie durchlaufen hat und die ja auch immer am Stück oder fast immer eigentlich am Stück fertig macht. Ne? Das heißt, der scheitert eigentlich so gut wie nie mitten in diesem Bereich, sondern läuft die immer komplett durch. Es dauert zwar schon mal ein bisschen, aber es ist nicht so, dass er da mal reinguckt und dann wieder rausläuft. Und deswegen ist das hier Mittelfeld, da gehe ich natürlich schon davon aus, dass wir dann jetzt auch nach oben erstmal rauslaufen werden. Das kann schon gut sein. Beziehungsweise würde ja halt auch zu dem Short-Ansatz erstmal passen. Erstmal oben raus versuchen und dann halt hier oben wäre dann halt irgendwo vermutlich die Grenze. Ne? Also entweder, wie gesagt, hier bei der 22, beziehungsweise maximal bis zur 14.029 oder halt eben auch dem Hoch hier von gestern bei 14.033 oder halt hier oben im Maximum bei 14.66. So, wie handelt man das? Ist ja auch immer ganz wichtig mal zu wissen, weil reicht ja nicht, wenn man irgendwie nur sagt, da ist Widerstand und da ist Support und das in dies und jenes könnte, weil am Ende des Tages will ja keiner wissen, ob man recht hatte, sondern es interessiert ja immer nur, was ist dabei rausgekommen. Das ist ja das ganze Prozedere und Prinzip von der ganzen Geschichte. So, das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man setzt halt hier ganz normalen Stop, dann halt eben hier oben drüber. Kann aber diffus werden, ne? Weil halt eben nicht klar, weil die relativ eng zusammenliegen. Und es kommt ein bisschen Dampf nach unten tatsächlich, okay. Weil die halt relativ eng zusammenliegen. Das heißt, man könnte es genauso gut halt skaliert handeln. Ne? Skaliert heißt, man platziert eine Order hier und die nächste Order dann halt da und setzt den Stop da oben irgendwo hin. Ne? Das muss man natürlich dann mit der Positionsgröße ganz klar anpassen. Das ist logisch. Und weil man dann natürlich ja nicht die Size, also die Positionsgröße so wählen kann, als hätte man einen Stop von 10 Punkten, sondern da muss man dann halt vermitteln. Das heißt, wir haben ja dann hier irgendwo einen Mittelwert von 14.040, wo dann halt letzten Endes die ganze Position liegen würde und der Stop gehört entsprechend auf 14.080 als Beispiel, wenn man das so macht, ja. Und hätte damit halt, wenn man das auf zwei Teilpositionen verteilt, ein Gesamtrisiko von 40 Punkten, statt jetzt zum Beispiel halt 10. Ne? So, der andere Ansatz ist eben der, ich finde den halt, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, ne? Wenn ich jetzt irgendwie eine größere Rutsche erwarte, da sage ich aber ganz klar, boah, keine Ahnung, ob das heute kommt, ja. Aber dann würde ich halt schon eher skalieren und sagen, gut, mache ich das halt mal, versuche dann zwischendurch in den Gegenbewegungen auch immer wieder was aufzulösen, dann lassen wir ansonsten den ganzen Tag in Ruhe und rechnen damit, dass wir dann am Nachmittag eben halt 200, 300 Punkte tiefer stehen. Da finde ich dann Skalierung halt immer den besseren Ansatz. Wenn ich jetzt aber sage, na gut, ich bin hier oben am Maximum, ja, und dazu würde ja zum Beispiel gehören, dass ich halt sage, na gut, das ist das Ding, wo ich hin will, zum Beispiel 14.070. Ja, dann gehe ich natürlich hin und setze bei 14.65, 66 halt eine Short Limit und mein Stop, den brauche ich dann auch nicht größer als 10, 15 Punkte zu machen, kann ich natürlich dann auch ganz anders vom Risiko halt handhaben. Ne? Und das hier ist dann so, die Skalierung ist dann eher so die Variante, so ein bisschen gemütlicher und muss man halt auch dazu sagen, auch sicherer, ne? Weil ich meine Chance ja natürlich halt in dem Moment
auf Verdoppler, dass die Geschichte aufgeht. Weil entweder hier oder da. Ich habe ja letzten Endes schon mal eine doppelt so hohe Chance, wie wenn ich halt nur eins von den beiden Levels halt mache. So, aber der Markt sortiert sich hier gerade. Da muss man jetzt mal ein bisschen genauer mal hingucken. Generell Short, finde ich halt, habe ich ja gerade erklärt, auch richtig. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt hier in der ersten Viertelstunde direkt das ganze Programm hier auflösen werden. So, man sieht halt hier erstmal Reaktion hier auf der Unterseite von diesem Widerstandsbereich, von dieser Zone. Jetzt halt mal gucken, ob die ganze Geschichte hält. Nächstes Level halt hier im Live-Chart wäre dann halt hier die 940. Da ein kurzer Dip hin. Da könnte man dann sogar vielleicht mal versuchen, irgendwie long mitzugehen. Weil hier, das ist natürlich der Stundenchart. Das heißt, ich muss ja mir auch überlegen, wie sieht die Stunde aus, wenn sie denn fertig ist. Ne? Und ich glaube, das ist übrigens auch so ein Punkt, wo so Übung unheimlich viel mit reinspielt, ne? Weil man behält sich ja irgendwo unbewusst Bilder, wie der Markt sich darstellt. Und wenn man dann zum Beispiel halt so eine Geschichte hat, wie jetzt hier zum Beispiel, deswegen komme ich überhaupt erst auf die Idee zu sagen, ja, da kann man dann mal irgendwie unten long versuchen. Was ich natürlich jetzt hier sehe, ohne das jetzt großartig auszumessen, ist, wir haben hier einen Außenstab im H1 long. Hier ein Innenstab, der den nur bestätigt, der nächste Außenstab. Und dann halt hier, könnte noch ganz knapp auch noch ein Innenstab sein von der Geschichte hier. Ne, wegen dem einen Punkt hier mache ich jetzt mal irgendwie keinen Riesenfass auf. Also das meine ich. Ne? Der hat ja hier irgendwie maximal einen Punkt unter dem letzten geschlossen. Das würde ich mal nicht überbewerten. Ne? Also wir haben halt hier schon eine Aufwärtstendenz. Hier sind wir auch wieder zurückgelaufen in diesen Innenstab. Und es wäre selten, das meinte ich gerade, dass wir jetzt hier eine Kerze kriegen, die da unten einfach in schwarz da unten raushängt. Das wäre ein Bild, das ist einfach höchst selten. Und deswegen komme ich bei so einer Geschichte dann eben auch überhaupt drauf, dann zu sagen, ja gut, wir sind zwar am Abwärtstrend, aber da gehe ich erstmal long. Ja. Das halt nur mal am Rande. Ich glaube, das sind immer so die Sachen, die da halt wirklich unfassbar oft mit reinspielen, die man selbst gar nicht so wahrnimmt. Also nicht bewusst wahrnimmt, sondern dann halt irgendwie so intuitiv sagt, ja, hier unten kann man irgendwo kaufen. Warum? Da muss man oft erstmal überlegen, warum komme ich da überhaupt drauf? Und dann stellt man fest, ah, alles klar, das ist das Bild, das habe ich, kenne ich, irgendwie schon 100 Mal gesehen oder 1000 Mal und ich weiß, in der Regel endet das halt eben hier oben irgendwo und nicht da unten. So, was? Welche? Ja, verstehe die Frage gerade nicht. Okay, können wir aber gleich nachher noch drauf eingehen. Ne? So, hat jetzt erstmal gedippt. Der Dow halt genauso auf der Unterseite von der Zone. Ich würde aber halt auch um den Dow, ich meine, den kann man ja auch handeln morgens, mache ich ja auch meistens sogar mehr als den DAX. Das reicht, bei dem reicht es mir jetzt aber halt als Beispiel nicht. Ich würde nicht in der Widerstandszone auf der Unterseite long gehen, damit habe ich meine Schmerzen. Ich fände es wesentlich besser, wenn der halt ein bisschen tiefer dippt, zum Beispiel halt zumindest hier auf dem Bereich die 31.539 und von dort dann nochmal versucht, im Gap zu schließen. Das halte ich für wesentlich erfolgsversprechender als jetzt hier oben, nur weil ich da jetzt halt eine Linie habe. Man sieht ja, das reagiert ja. Das ist nicht das Thema. Ne? Wenn man das skypt, okay. Also das sind dann halt hier eben mal schnelle 10, 15 Punkte. Aber halt, ob das jetzt reicht, um das wirklich nach oben nochmal an die Oberseite zu drücken, weiß ich nicht. Ne? Und er ist halt auch hier einfach absolut im Widerstandsbereich. Und das ist nicht long hier oben. Solange will ich darüber schließen. Und was ich natürlich auch versuche, ist halt beide so ein bisschen in Einklang zu kriegen. Weil ja natürlich schon DAX und DAO halt korrelieren natürlich ja halt schon. Das ist ja halt gar keine Frage. Das heißt aber nicht, dass es zeitlich immer alles unbedingt sofort gleichzeitig aufgehen muss. Ne? Nach dem Motto, ja, der DAX rennt jetzt hier 50 Punkte hoch. Ja, dann muss der DAO auch noch 50 Punkte hoch oder sogar 100. Das nicht. Ne? Aber halt andersherum, der DAO hängt im Widerstandsbereich. Der DAX kann in den Widerstandsbereich laufen.
So sehe ich das halt eher. Das heißt nicht, dass beide Bewegungen sofort gleichzeitig laufen müssen. Aber wenn beide, wenn einer klemmt, klemmt auch meistens der andere. Und wenn er noch nicht klemmt, dann läuft er nur noch gerade bis an den Punkt, wo es dann halt klemmt. Das klingt so ein bisschen verklemmt. Natürlich, wollte ich gerade sagen, aber das ist das, wie ich halt versuche, da halt irgendwo die Koordination dann halt auch zu sehen. Sorry. Nelson, bist du noch da? Wollte mal testen, ne? Der geht nämlich einfach mal weg, ne? Doch, der rennt doch, wahrscheinlich mit seinem Headset da irgendwie im Garten rum und deswegen macht er auch nie eine Kamera an, weil dann würden wir nämlich sehen, was der Nelson eigentlich wirklich macht während den Webinaren. Das würde mich echt mal interessieren. Dir zuhören, mehr nicht. Bin mir noch nicht so sicher. So, also hier Unterseite Zone. Soweit okay, aber die Order sitzt ja. Mehr kann ich jetzt hier auch erstmal nicht machen, außer jetzt mir vielleicht mal die 15-Minuten-Kerze mal ansehen. Vielleicht kann man ja irgendwo eine kleine Bewegung daher halt auch ein bisschen mitnehmen. Aber ich tue mich so ein bisschen schwer damit, hier mitten in der Zone. Mitten in der Zone, da halt jetzt irgendwas aufzumachen. So. Also passiert hier ist noch nichts. Ich gehe hier mal auf den M15. Gucken wir uns den mal an, was der dazu sagt, zu dem ganzen Geschehen. So, ich habe bei mir hier das Live-Chart tatsächlich noch nicht so wirklich am Start bei meinem MT5, wie man sieht. So, und der halt auch hat hier, ist vielleicht ein bisschen klein, einen Außenstab gemacht und versucht den jetzt halt nach oben dann auch aufzulösen. Also das hier war der Außenstab, der letzte von 8.45 Uhr. Und den hat er jetzt halt hier versucht, nach oben hin entsprechend halt aufzubrechen. So, jetzt kann man natürlich, also wenn man jetzt sagt, okay, ich will long gehen. Ich meine, wie immer gibt es zwei Möglichkeiten, einfach rein, Augen zu und durch. Das ist die eine Variante. Die andere wäre, dass man halt sagt, na gut, wenn wir jetzt hier immer noch in diesem Außenstab stehen und den Außenstab handeln wollen und die gesamte Tendenz, dann gehe ich hier an die Eröffnung von dem Kollegen, die dann halt hier entsprechend bei, ach du Schande, ich sehe gerade, hier stimmt nämlich was nicht, das kommt aber auch alles vom Live-Chart, hier bei 900, weil eigentlich gibt es ja keine Nachkommastellen im DAX, aber nichtsdestotrotz hier bei 970 so in dem Bereich, ne, das wäre dann halt, wo man das Ganze halt mal versuchen könnte, ne? So, aber ich muss jetzt wirklich mal hier trotzdem ein bisschen aufpassen. Also, was haben wir hier? Wir haben ein Gap Close im Kassa. Also ein bisschen Reaktion könnten wir hier schon kriegen. So, wir haben aber halt nichtsdestotrotz ein Gap Close im Kassa. Da beißt keine Maus einen Faden ab. Und das ist in der Regel nicht unbedingt was, was arg nach oben führt. Deswegen muss man jetzt so ein bisschen aufpassen. So, trotzdem haben wir aber hier so eine gewisse Tendenz, ja, wenn auch kein Trend, aber so eine gewisse Tendenz, die halt momentan erstmal irgendwie sagt, so, ich will nicht runter, weil er auch da unten entsprechend halt nochmal gekauft wurde. So, deswegen muss man da schon so ein bisschen aufpassen. Weil gleichzeitig entsprechend auch hier sind wir nicht oben rausgekommen. Ne? Von daher kann der natürlich jetzt halt auch in die Hose gehen. Das ist für mich jetzt halt hier eine sehr, sehr kleine Position und gucken, ne, allzu tief darf der halt hier auch nicht mehr runter. Weil die normale Size hier wäre 25. Ne? Wenn der jetzt hier durchgeht, erstmal lassen. Erstmal nichts tun. So. Und dann mal gucken, ob wir die Tendenz halt nochmal zurückkriegen. Und dann kann man halt auch nochmal rein. Wenn aber nicht, sollte man da aufpassen. Dann würde ich nämlich jetzt erstmal, da war ich ein bisschen zu voreilig, so, hier kein neues Tief, aber das ist erstmal nicht relevant. So, jetzt erstmal nochmal hier einen Überblick verschaffen. Dann wäre halt hier der Bereich, die 940, ne, die ich halt vorhin ja auch gemeint habe, die wäre halt dann, wenn man das jetzt erstmal halt
versuchen will, die Tendenz zu verfolgen, wahrscheinlich dann irgendwie doch die interessantere. So, könnte man, und, also 940, gucken wir uns das mal an. Da ist auch die Future-Eröffnung schon in der Nähe. Macht natürlich dann auch mehr Sinn. So, kann man ruhig mal machen. Keine Empfehlung, ne? Klar. So. So, gucken, ob wir hier noch ein bisschen dann was kriegen. Ja, das hat hier halt auch zufällig jetzt die 61,8 vom Vortag. Aber wenn ich mir halt den Daily auf der anderen Seite auch angucke, ne, das ist halt auch irgendwie gerade mal. Also im Daily sind wir halt seitwärts und H1 unverändert short, aber halt eben mit Bären, denen jedes Mal die Luft ausgeht, sobald wir halt irgendwie in der Nähe von der 900 sind. Von daher. So, 919. So, hier auch an der Stelle, wo ich jetzt halt auch rausgeflogen bin, will ich halt auch sogar nochmal eine Order hinsetzen. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Geschichte hier aufgeht. So, 49. Habe ich hier keine Limit Pullback eingeschaltet. Gerade mal gucken. Tatsächlich nicht. Okay, das ist natürlich clever. So, das heißt, da würde ich dann halt auch jetzt, also generell, ich ziehe den jetzt mal ein bisschen größer hier, aus dem folgenden Grund. 940 für meine Begriffe schon in Ordnung, ist aber halt eben eine Stundengrenze. 915 ist das, wo sich die ganze Zeit die Köpfe einschlagen. Das wäre dann halt so das Maximum. Deswegen würde ich die halt auch hier unten erstmal tatsächlich auch mal einkalkulieren. Die muss jetzt nicht unbedingt kommen, aber das wäre dann halt jetzt so eine Geschichte, weil ich die nicht so genau greifen kann, die ich dann halt hier auch entsprechend erstmal so skalieren würde. Ne? Hier sind wir jetzt an der Future-Öffnung. Das, was ich ja gerade meinte, das wäre halt auch wesentlich plausibler, dass wir dann halt dort dann auch mal entsprechend hinkommen. Von daher passt das erstmal. So, wichtig wäre jetzt halt nur, wenn jetzt halt wirklich die Bullen sich da durchsetzen wollen, dass wir hier oben entsprechend nochmal über der 970 bis um halb dann entsprechend halt auch stehen. Ne? Weil dann ist halt auch irgendwo so ein bisschen klarer, dass entsprechend hier diese letzte Bewegung von 8.45 Uhr dann halt auch eine Rolle spielt. Ne? So, aber hier sieht man es natürlich schon auch ein bisschen deutlicher, dass die Gegenwehr ein bisschen klarer ist als hier. Ne? Das war vielleicht irgendwie nicht so clever da oben an der Stelle. Aber so what? Leute, wie gesagt, ich kann hier keinen Support machen heute. Also für die Frage, für die technischen Fragen, das kriege ich nicht hin. Nicht böse sein. So, gucken wir uns nochmal die Geschichten nochmal an. Ne? So, das meine ich halt, das ist natürlich eine Stundengrenze. Das heißt, letzten Endes muss die Stunde nur hier drüber schließen und reagieren. Und wenn das halt, wie gesagt, nicht reicht, zwei Levels sind schon eher die Seltenheit. Und dann sind wir halt hier bei der 915. So, das heißt aber auch, der kann hier natürlich jetzt einfach auch reinstechen und dann halt bis nach oben rausziehen in den nächsten 40 Minuten. Von mir aus habe ich nichts dagegen. Ja, so. Also ich finde es halt immer wichtig, dass man sich halt dass man den Überblick halt auch wirklich behält und nicht nur in zu klein unterwegs ist. Ich weiß, da gehen ja halt auch die Meinungen auseinander. Es gibt auch einige, die sagen, man darf Zeiteinheiten nicht vermischen. Ich sage, es ist ein Riesenfehler, sie nicht zu vermischen. Weil ich bin zum Beispiel halt der Ansicht, dass halt die Stunde am relevantesten ist. Und ich kann mit einem irgendwie 2 oder 5 Minuten Chart oder was auch immer nicht gegen die Stunde handeln. Das funktioniert nicht. Und weil halt eben sehr oft am Ende und Anfang der Stunde das Volumen halt dann auch ganz schnell zunimmt und dann halt zum Beispiel die letzten Positionen in der letzten Sekunde rausgehauen werden oder die ersten halt in der neuen Stunde.
Und dagegen kann ich halt nicht irgendwie mit einem kleinen Timeframe dann dagegen halten, der auch vom Volumen her wesentlich kleiner getaktet ist, ne? Aber das nur mal am Rande. So, also noch nicht viel passiert, außer dass wir halt jetzt hier rumstehen. Das ist okay. Und jetzt mal gucken, ob wir die Geschichte hier halt hier auch wieder zurückkriegen. Wie gesagt, ich würde hier unten die 15 würde ich tatsächlich echt noch mitmachen. Und dort sogar halt auch, selbst wenn die fliegen würde, würde ich auch tatsächlich erst noch mal auf der Unterseite noch mal gucken, ob wir da halt nicht noch mal reinkommen, weil ich eben, wie gesagt, nicht glaube, dass die Stunde, zeigst du noch mal hier auch in dem anderen Bild, weil ich nicht glaube, dass die so endet, weil das sehr ungewöhnlich wäre, sondern die gehört eigentlich zumindest mal irgendwo in die Richtung Anfang, also am Ende der Stunde. So, das hier war jetzt halt dann auch, wenn das jetzt halt hier wirklich hochkommen sollte, kann ich hier mal kurz einzeichnen, ne? Hier das letzte Tief. So, wenn wir da nochmal drüber gehen, könnte man natürlich dann halt auch nochmal irgendwo als Phishing bezeichnen, aber da habe ich ja eh so meine eigene Ansicht dazu, dass ich immer glaube, das ist irgendwie, kann nicht wirklich gewollt sein, sondern sind halt einfach nur, weil es halt einfach super schwer, wenn man das halt mit Absicht machen würde als größerer Future-Händler. Also wenn dann halt bestimmt nicht in so einem Bereich hier mit ein paar Punkten, sondern dann halt dann eine Nummer größer. Aber halt hier so irgendwie 10 Punkte rauf und runter ergibt keinen Sinn. Sondern ist dann vielmehr so, dass halt hier einfach zum Beispiel eine Position aufgelöst wurde oder was sich der Käufer hier gesagt hat, ja gut, ich ziehe erstmal meine Grenze, der sich dann genauso anguckt, so was passiert denn jetzt? Geht er noch mehr nach unten? Wenn nicht, ja, dann meist halt wieder auf. Und dann würde es halt hier wieder drüber gehen. Und das sieht dann aus wie absichtliches Phishing, ist aber halt eigentlich Quatsch. Also finde ich. Ja. Weil hier letzten Endes auch nichts anderes machen als wir, nur vielleicht dann mit größeren Positionen und genau deswegen dann halt auch anders managen müssen. Also immer ein bisschen schwer halt irgendwo zu orakeln, was andere machen, aber man kann sich schon versuchen, so ein bisschen da hineinzuversetzen. Moment. So, also. Sieht so aus, als würden wir tatsächlich nochmal die 14, 915 da unten auch antesten. Also was ich halt hier letzten Endes mache, ne, ist auf das seitwärts bauen, weil es halt eben permanent nicht auflöst. Ne. Mehr halt eigentlich ja jetzt nicht. Also irgendwie Trend ist hier, finde ich, sehr schwer zu erwischen. Und bei hier wäre es natürlich jetzt schon, ne, im Nachhinein betrachtet, sehr klug gewesen, einfach 9 Uhr mal short zu gehen. Aber wer weiß das denn schon? Und von daher, das ist ja nicht wichtig. Und natürlich ist es halt auch mal so, das ist halt auch klar, ne, dass halt eben, dass man dann irgendwie erst eine Stunde später erkennt, verdammt, die haben in Trendrichtung, sind die unterwegs. Und dann muss man halt alles umstellen. Also beziehungsweise man muss sich selbst halt umstellen, sind noch nicht gegriffen. So, das ist das Schöne an der Limit Pullback, hat man gerade gesehen, ne? Deswegen kann ich hier halt auch den SL jetzt erstmal ein bisschen nachziehen, weil er halt hier mein Entry hat sich ja gerade mit nach unten verschoben. Und deswegen war ich jetzt hier gerade mal so todesmutig und habe den so ein bisschen hinterhergezogen, weil mein Average ist ja wo ganz anders, als ich ihn eigentlich ja normalerweise gehabt hätte. Mein Average wäre normalerweise jetzt gewesen bei 900, was sind wir hier, 915, hier oben in dem Bereich. Sehe ich das richtig? Ja. Ne? Und da wird es halt ein bisschen hier tiefer, beziehungsweise mein zweiter Entry wäre halt, mein zweiter Entry wäre normalerweise hier gewesen und ich liege ja mit dem jetzt auch hier auch deutlich drüber. So, wir kriegen aber hier echt so ein bisschen arg viel Druck nach unten. Mal gucken, ob das jetzt halt wirklich dabei bleibt, ob da noch was nachkommt.
oder ob das halt hier nur Fake ist. Das wäre natürlich dann echt ein bisschen traurig. So, gerade mal gucken. Oh, ich habe einen Frosch im Hals, beziehungsweise irgendwie ganz trockenen Hals hier. Das ist die Heizungsluft, die killt mich hier echt noch irgendwann. Aber es ist ja zumindest mal Ich wollte gerade sagen, wie früher. Heizung. Draußen sind Bitte? 35 Grad, hör mal. Ja, Was ne? sollst Ich sag du ja, ich wollte auch heizen? gerade sagen, aber jetzt kriegen wir wenigstens mal anderes Wetter. Von daher hat sich das dann mit der Heizung vielleicht auch dann demnächst mal erledigt. So, also, so sieht die Stunde jetzt aus. Jetzt bin ich halt wirklich mal gespannt, ob der uns da unten wirklich rausschmeißt, beziehungsweise mich. Wollte aber gerade nochmal den DAO parallel nochmal gucken. Ja, ne? Da habe ich ja auch gesagt, ne? Da oben, wenn dann hier unten. So. Das ist natürlich das Problem, dass der DAX ist natürlich da ein bisschen mit nach unten drückt. Ein bisschen ist gut, ne? Also, das ist schon ein bisschen viel hier. Und da kann es natürlich sein, dass der DAX jetzt nach unten durchfällt. Und da ich hier nichts mehr habe, ne, sieht man ja hier in der ganzen Strecke, jetzt hier die nächsten 50 Punkte, würde ich den Long auch nicht weiter, glaube ich, verfolgen, sondern eher hier sagen, ja gut, dann akzeptiere ich das halt an der Stelle. Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, ich habe bei diesen Webinaren wirklich oft auch echt Pech, ne? Also wenn ich mir da angucke, was ich die letzten Tage da mitgenommen habe, und dann kommt dann sowas, denke ich immer so, oh ja komm, das muss doch jetzt irgendwie auch nicht sein. Und aber okay. Ärgert mich natürlich schon so ein bisschen, ne? Ist ja klar. Aber dieses Gedrücke hier, das macht ja schon fast gar keinen Sinn mehr. Also da jetzt noch wahnsinnig lange irgendwie dran festzuhalten, wenn da nicht endlich was nachkommt. Das hier könnte es eher dazu führen, dass wir jetzt genau hier mitfliegen, oder ich, hier mit dem, wenn jetzt ein Stich nach unten kommt und der dann halt wieder zurückzieht. Das könnte passieren, ne, weil es natürlich jetzt hier genau an so einem Bereich halt sind. Jetzt, wo hier die letzten Tiefs halt waren, ne, aber hier Short gehen, geht auch nicht, ne? Deswegen ist halt Haken dran, echt vergessen. Also, selbst wenn der jetzt hier nochmal kommt, wie gesagt, ich vermute es fast, dass wir jetzt hier genau drehen, weil da halt eben jetzt auch hier die Grenze war, das letzte Low. Jetzt werden da halt erstmal wieder ein paar auflösen, dann laufen wir wieder rückwärts. Und das kann natürlich jetzt hier echt der ganzen Geschichte hier blühen, ne? So, hurra, hurra. Ich bin echt im, ja, doch, der Lars schreibt es hier, mich ärgert es auch, ne? Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin der Kontraindikator bei den Live-Tradings. Das ist unfassbar, ne? Also jetzt hier in letzter Zeit zumindest mal, was morgens den DAX angeht. Hier, guck's dir das einer an. Ist genau das. Ich habe, ne, exakt da, wo der Stop war, war klar. So, jetzt muss ich natürlich hier aufpassen, dass ich hier nicht irgendwie persönlich betroffen reagiere. So, beinahe hätte ich schon drauf gedrückt und gesagt, okay, ich gehe nochmal rein. So, und ich setze ihn zumindest mal hier oben drüber. Die ganzen letzten Tage, doch, der Norbert ist auch locker. Die Idee ist scheiße, sorry. Die ist schlecht bisher, ne? Ja, und vor allen Dingen, ich meine, was nutzt die Idee, ne? Es muss ja auch aufgehen. Und ich sehe hier momentan nichts außer Drücke. Und das ist, Mann, 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 echt, ey. Nein, mich, ganz ehrlich, es ärgert mich, ne, weil hier sind ja genug dabei, die ja irgendwie mitkriegen, was ich in der Gruppe treibe, und da geht so viel auf, ne. Also, es ist ja wirklich, es sind ja unfassbar, wie viel da aufgeht, vor allen Dingen gerade die letzten Tage. So, und dann machst du hier so ein Webinar und was passiert? Geht erstmal zwei Liege auf, ne. Klar, was auch sonst. So, also. Next. Das ist unglaublich. Aber, also ich meine, ich finde es, das merkt man ja auch, ne? Mich persönlich beeinträchtigt das jetzt überhaupt nicht, ne? Mir geht es halt hier wirklich natürlich um den Vorführeffekt. Der ist halt Mist. Kann ich ja nicht anders sagen, ne? Das setzt da auch seitwärts, und was kriegst du? Trend. Und was für ein.
Okay. Moment. So. Ja. Ich muss da wirklich lachen, auch. Also manchmal denke ich mal so, wie ich auch vorhin auch gesagt habe, mal gucken, was der Markt heute vorhat, um es heute zu veräppeln. Ich meine, schön wäre natürlich hier oben Dow, ne, die 667 gewesen. Aber das war ja halt hier heute Morgen um 7 Uhr oder wann ist das passiert? Wobei das auch mega tricky ist, aber da sage ich gleich noch was dazu, weil ich ja halt auch in meinem Blog geschrieben habe, das kann so nicht weitergehen, rein mathematisch nichts, was der hier veranstaltet. Aber da gehe ich gleich noch drauf ein. Also, DAX hängt hier im Nichts für meine Begriffe. Ne? Das heißt, da rechne ich jetzt eher damit. Entweder wackelt er hierher in der Gegend rum, läuft zurück an die 915, fällt dann runter. Strandet hier im Nirgendwo, kann alles sein, aber ich kann diesen Bereich nicht einschätzen. Ansonsten, wenn wir jetzt hier noch einen Schub hinterherkriegen, dann stehen wir halt hier unten entsprechend bei der 850 und sollten dort die erste Reaktion kriegen. So, auf der anderen Seite, wenn man sich diese Stundenkerze mal anguckt, alter Falter, ne? Dann ist die bis da unten hin aber auch schon 150 Punkte lang. Das ist halt auch nicht unbedingt so easy, da nochmal irgendwie großartig Bullen zu mobilisieren. Von daher sollte man schon aufpassen. Ne? Und da auch, ne, Norbert, Idee, Long, alles gut und schön, aber die ist eigentlich hier gestorben. Ne? Für mich jetzt erstmal für heute auch schon. Und ja, weil hier so tief darunter in dieses Cluster rein, das hier war gestern ja auch noch normaler Kassahandel und jetzt versuchen den Bereich schon wieder zu verkaufen. Das heißt für mich auch ganz klar, wenn wir hier unten irgendwo stranden, dann war es das. Also dann gehen wir heute auch noch eine Etage tiefer. Also wenn das Ding, diese Stundenkerze so stehen bleibt, die kaufen wir heute nicht mehr zurück. Da glaube ich echt nicht dran. Ja, schick wäre natürlich auch gewesen, wenn er da oben das mal fertig gemacht hätte. Dann wären wir jetzt hier super short dabei und so halt nicht. Ja. Was halt auch nochmal mit reinspielt, ist das, was ich vorhin sagte, Gap Close, Vorsicht, ist eigentlich erstmal nicht bullish, hat sich wieder einmal bewahrheitet. Ja, das war ja hier oben in dem Bereich, wo das Kassa Gap da halt gewesen ist. So, hier fallen wir jetzt womöglich durch. Also, wenn man schnell ist, mal gucken. 880, der steht auch kurz vor der Grenze, der Dow. Mit dir 539. Bin ja echt nicht mehr so der DAX-Freund auch, ne? Okay. So, 15:36. Ich muss mal hier kurz ein bisschen die Zeiteinheiten bisschen hin und her switchen. Könnte. Ich bin jetzt hier zu langsam, ehrlich gesagt, mit nur einem Bildschirm. Weil ansonsten würde ich halt sagen, man kann halt schon versuchen, jetzt hier hoppla, da unten hin zu kommen bis zu dem nächsten Level, braucht aber dann halt irgendwie möglicherweise einen vernünftigen Rücklauf. Muss nicht sein, ist aber halt immer so ein bisschen einfacher. So, ich habe jetzt natürlich hier so ein bisschen nicht für mich. Ich für mich würde sofort hier auf den Knopf drücken und sagen, gut, dann bringe ich da eher Short rein, als dass ich dann halt hier irgendwie versuche. Das mal kurz aus. Als dass ich dann halt hier versuche, unbedingt die Gegenbewegung zu erwischen. Aber es drückt natürlich ein bisschen arg linear momentan nach unten. Und das ist halt die Frage, ob das wirklich so gut ist, ne? Da jetzt halt irgendwo reinzuschorten. Also deswegen wäre eigentlich besser, wir kriegen halt hier einen Rücklauf zum letzten Tief, also die 890 in der Nähe von der 900 halt irgendwo. Muss es hier eingezeichnet kriege. Ne? Also so irgendwo in dem Bereich.
weil das halt entsprechend auch die letzten, ich mache mir hier eine andere Farbe, die letzten Lows halt sind. So, das sieht man. Na, hier sieht man es ja. Da ist ja halt entsprechend das, das Low. Das wäre natürlich nett, wenn wir da halt mal irgendwie kurz davor laufen, uns das halt entsprechend mal angucken und dann halt nochmal versuchen, das weiter nach unten aufzulösen. Man kann natürlich auch genauso gut sich jetzt hier einfach short einstoppen lassen, aber das ist, dafür ist eigentlich der Punkt schon zu spät. Das hätte man dann eigentlich auch schon hier, da wo ich jetzt versuchen würde, per Limit reinzukommen, da halt auch schon ich kann mal gucken. Mit dem DAO. Wo ich mich nicht verklicke, ja genau, ne? Siehst du? Siehst du, sag ich. Seht ihr. Also der Punkt, da fehlt noch so ein bisschen was. Aber auch der, ne? Wenn der hier nochmal, das hat der letzte Nacht ja auch schon gemacht, wenn der hier nochmal irgendwo unter der Zone, also unter der roten Zone scheitern, dann wird er halt nochmal hier an die 591 laufen und dann halt wieder runterkommen. Also hat er hier gemacht, da gemacht. Na, hier vorher war es schon Widerstandszone. Also, dass der da oben rauszieht, ich weiß nicht, was da jetzt an Nachrichten oder was auch immer kommen müsste, dass das jetzt gelingt bis 10 Uhr. Sieht auf jeden Fall für mich alles andere als long aus. Erstmal die Geschichte. So, jetzt muss ich gucken, ob ich den nicht versemmele. So, hier so ein Rücklauf. Mal gucken, ob das funktioniert. So, manchmal ist es halt so ein bisschen Trial and Error. Das bleibt halt nicht aus. Ne? Hier besteht ja halt die Gefahr, wo ich halt ja auch vorhin gesagt habe, es kann halt sein, dass wir jetzt hier irgendwo mittendrin da halt drehen, weil halt hier einfach nur Stops geflogen sind. Da würde mir die Orientierung dann halt auch fehlen. So, deswegen wäre ich auch kein Freund davon, da irgendwo unten einzustoppen, sondern halt eher versuchen, das im Rücklauf hinzukriegen. Aber der jetzt hier gerade nicht ausgereicht hat. So wie ich das sehe. Also Idee gut. Aber nicht getroffen. Aber nicht getroffen. Okay. Heieiei. Hoppla. Falscher Chart. Wann ist jetzt hier? 9,1. Ja. Wo wollte ich rein? 9,6. So. Jetzt erstmal nur ein kleines neues Tief, aber ein neues Tief. Das heißt, es ist, wenn wir jetzt hier nicht auch irgendwie dann wirklich eine Run da drüber kriegen und dann wird da wahrscheinlich auch schon noch ein Stück weit nachgedrückt werden. Also das würde ich schon mal irgendwie so vermuten. Aber halt, man sieht aber auf der anderen Seite hier, da kommt jetzt schon so ein bisschen was. Ob das dann reicht, weiß ich nicht. Aber bei solchen Geschichten muss man dann halt auch schnell sein und dann im Zweifelsfalle halt auch schnell auflösen. So, das heißt, mal gucken, die Value Area, die haben wir hier bei der 908. Direkt darüber ist die 15. So, und das heißt, er hat jetzt zum Schluss, kann es jetzt halt sein, dass versucht wird, unter der 915, die ja die ganzen Tage halt eine Rolle gespielt hat, zu schließen, würde auch bedeuten, wir kriegen halt auch vorher schon eine Reaktion bei der 915. Hier ist auch gleichzeitig das Value Area Low. Da ist dann auch hier dieses Low, wo die gelbe Linie ist. So, das heißt, das wäre dann halt jetzt mal der Ansatz. Ich sage, gut. Den
versuche ich mal. Wenn wir den jetzt kriegen, hier an der gelben jetzt erstmal nicht mehr. Das wäre eher halt so ein direkter Rückläufer gewesen, sondern hier wirklich an der Value Area am Low. Und dann halt mal gucken, ob es dann nicht dann darum geht, jetzt in der letzten Viertelstunde die Marke, also die 915 halt da halt zu verteidigen. So. 915, ich denke mal, ist ja auch jedem vom Bild her, behaupte ich mal, halt klar. Ja, hier sieht man ja unfassbar oft. Ne? Also ich meine, das Ding ist immer das, solche Marken bei mir, das sieht jetzt erstmal hier aus so, hä? Da ist doch nichts, da ist doch nur rauf und runter. Die sind natürlich bei mir immer so älter und meistens auch da, bevor der Kurs da ist. Und hier sieht man ja schon ganz deutlich, ne? Da abgeprallt, versucht zu verkaufen, zack, wieder zurück, exakt abgeprallt, ne? Und das ist halt schon ein Punkt, an dem viel Volumen gewesen ist. Und der halt eben entsprechend jetzt mittlerweile halt hier verwässert ist, ne? Aber nichtsdestotrotz ist es halt, also eigentlich hat die falsche Farbe, die müsste man eigentlich schon orange machen. Orange heißt ja bei mir immer, Achtung, Volumen. Und hier halt auch jetzt, ne, nochmal mit Außenstab halt nochmal, das passt schon. Also da wird es jetzt darum gehen, halt dann die entsprechend zu verteidigen. Und wenn die drunter schließt, dann schieben wir auch noch eine Etage tiefer. So, und das heißt aber auch, dass jetzt halt eben kurz vor 10, wenn der jetzt dahin läuft, dann sollte der auch hier entsprechend halt auch reagieren, ne? Also in alle möglichen Richtungen. Und die eben halt nicht einfach in eine Richtung halt durchkreuzen. Ich hätte den DAU handeln sollen. Sehe es gerade. Fast auf den Tick bei der 539 und dann oben in die Zone. Fertig wäre es gewesen. Das ist leider der Grund, ne, warum ich halt echt den DAX auch fast nicht mehr mache. Das hätte man halt hier wirklich machen können. Also nur für diese Strecke, aber halt sauber, ne? Und der hängt jetzt hier leider so im Nirgendwo, der DAX. Und hat auch für meine Begriffe gestartet beim Nirgendwo, ne? Ist manchmal ein bisschen schwer zu greifen. Also ich habe den halt auch in den letzten Tagen so gut wie gar nicht gehandelt, außer halt am Freitag, wann war Freitag? Ne, was war heute? Dienstag? Ja, Freitag, glaube ich, irgendwie. Freitagmorgen irgendwie long. Aber sonst irgendwie auch gar nichts. Ansonsten mache ich den eigentlich nur noch hier in den Webinaren. Und ich glaube, da sollte ich auch demnächst mal was dran ändern. Auch zur EU-Eröffnung, also zur Frankfurter Eröffnung, echt die Ami-Werte handeln, nicht den DAX. Weil ich will es nicht sagen, ich komme damit nicht klar, aber es ist halt zu oft irgendwie von Zufall, geprägt. Siehst ja selber, ne? Also mal geht nicht, mal geht nicht. Damit kann man ja nichts anfangen. Und der DAU habe ich da halt eine viel, viel, viel höhere Quote. Aber es ist halt ja auch so, dass der Liebling der Deutschen, der DAX, wobei man eigentlich immer nur jedem abraten kann, den DAX zu handeln. Was? Der DAX läuft genauso gut, das ist perfekt, das stimmt nicht. Nein. Ingolf. Der DAX ist das Problem, der macht viel zu oft Ungenauigkeiten. Das ist so das Hauptproblem irgendwie vom DAX. Dass der halt gerne mal halt irgendwie, sagt der DAX, doch, ja gut, okay. Muss ja nicht immer gleicher Meinung sein. Bitcoin handeln, ja genau. Das wäre es noch. Hier mit dem Spread von Schieß mich tot. Das ist, glaube ich, irgendwie, das wird nicht stattfinden in den morgendlichen Webinaren. Aber halt DAU halt schon. Also das hatte ich ja halt irgendwie auch überlegt, wo ich ja irgendwie auch schon vor 4, 6 Wochen gesagt habe, so ich handle keinen DAX mehr. Ich mache es ja auch privat wirklich so gut wie gar nicht mehr. Ne? Und man sollte. Okay.
So, was? 17%, was meinst? Also der Norbert, 17% Range. Gib mal kurz irgendwie. Nein, also nochmal, ne? Ich will ja auch hier keinen irgendwie umstimmen. Weil ich weiß ja auch, Ingolf, du machst das ja auch irgendwie schon ellenlange. Und um Gottes Willen, ne? Also, es ist ja nur meine persönliche, also bei meinem Ansatz treibt er mich manchmal in den Wahnsinn, der DAX, ne? Und zu oft, Trigger oder halt auch eben für meine Begriffe halt, dass das so nicht funktioniert, ne? Also ich meine, natürlich, wenn man da einen Ansatz hat, der auf den DAX passt, ja hurra, da gibt es auch gar keinen Grund, da halt irgendwas an seiner Meinung zu drehen. Das ist ja natürlich nur meine. Ach so, über Bitcoin redet ihr, okay. Das betrifft ja nur meinen Ansatz halt hier, ne? Wenn ich mir da halt angucke, jetzt auch hier nochmal, ne? Ich meine, gut, dass hier oben mit der roten Zone, das war okay. Das hatte ich halt auch am Freitag noch irgendwie richtig gesagt, ne? Wir laufen da rauf und dann wieder runter. Hat er gemacht, gut, ne? Aber halt der ganze Rest, das ist mir halt auch zu wenig Bewegung, was da halt insgesamt passiert. Und der Dow, ich meine, guck's dir das mal einer an, da gibt man dem eine rote Linie hier bei 643. Was macht er? Dreht auf den Tick und fällt dann halt eben von dort mal irgendwie 300 Punkte ins Loch. Und auch alle anderen, genauso wie hier die 667. So, das ist ja nicht, ich habe das ja nicht eben eingezeichnet. Das ist halt brutal genau, ne, was der da halt macht. Fast, also der hat natürlich auch seine Aussetzer und seine Ausnahmen, aber die sind halt nicht halb so oft wie im DAX. In der DAX. Und da, was halt das Hauptproblem, was da beim DAX hinzukommt, für meine Begriffe, ist, dass der halt einfach immer nur seitwärts kurvt. Immer. Also seit Jahren steht da ja da oben halt eine 13. Das ist Katastrophe. Ob ich gestern Dow Long war? Nein, überhaupt nicht. Ich war gestern im Dow. Nee, doch, stimmt nicht. Ich war gestern Morgen im Dow Long und dann habe ich irgendwie, also hier unten in dem Bereich, ne? Und da wollte ich es dann halt auch nicht übertreiben und habe gedacht, na komm, bis 377 musst du nicht ausreizen. Ja, gut. So ist es dann halt, ne? Und bin dann halt hier irgendwo in 360 bin ich dann halt irgendwo raus. Und habe auch echt gutes Ergebnis gestern halt eingefahren. Und auch auf die Idee, dass der da oben hin nochmal läuft, wäre ich überhaupt nicht gekommen. Ich habe aber dann gestern Abend gesehen, oh, 643 schon wieder. Da bin ich halt short gegangen. Und den habe ich dann halt hier über Nacht in Teilen aufgelöst und habe da auch noch Geld verdient. Also das ist, aber hier die ganze Mittelstrecke hatte ich nicht. Also das sage ich auch, ey, Gott sei Dank, dass ich ja gestern nicht da war, weil ich hätte es nicht geglaubt. Das wäre wahrscheinlich teuer geworden. Nee, nee, also wie ihr wisst, ich bin auch kein nachträglich Trader nach dem Motto, ey, ich habe ja das gemacht, guck mal, wie toll. Also, nee, ich habe hier unten wirklich so ein paar Punkte, so eine, nicht mal eine Kerze, nicht mal bis zu 340, glaube ich. Und dazwischen hatte ich andere Sachen auf dem Schirm, also nicht gehandelt, sondern halt jobmäßig halt auf der Uhr und dann halt echt gestern Abend hier oben habe ich gedacht, was war das denn? Und bin aber dann hier halt, wie gesagt, nochmal short gegangen. Sieht man ja, glaube ich, sogar auch. Also, so, hier, wir werden hier nicht abgeholt, ne? Also, ist das jetzt ein anderes Konto? Weil hier müsste eigentlich irgendwas stehen. Will? Ich weiß nicht, aber ich habe hier irgendwie. Ach nee, das war auf dem anderen Konto. Ach, schade. Sonst hätte ich es hier nämlich zeigen können. Das hier ist nämlich ein Netting-Account. Und das hier ist ein Hedge-Account. Und das war auf dem Hedge-Account. Aber da habe ich jetzt halt das ganze DAX-Programm geladen und nicht den Dow. Deswegen kann ich das jetzt hier leider nicht zeigen. Okay, also. Sieht also so ein bisschen so aus. Jetzt würde ich hier nicht mehr reinkommen. Ne? Also mal gucken, ob wir hier zumindest mal irgendwie
Das ist so ein Ansatz vom Heiko, den ich halt auch echt immer gut finde. So sagt, okay, wir haben eine 5 Minuten Rhythmik, die haben wir jetzt hier aber irgendwie nicht, ne? Also manchmal gibt es Tage, da ist alle 5 Minuten, da startet jede 5 Minuten Kerze ohne Docht und Lunte. Das haben wir hier aber nicht wirklich, sondern hier ist ja eher so echt gerade der Bereich, wo es jetzt zum ersten Mal bremst, ne? Ja, weiß ich nicht, ob man da jetzt unbedingt halt reinschotten muss. Gerade da, wo es jetzt bremst. Also, ich würde schon sagen, von der Tendenz her, man sieht ja, mal wirklich mal ganz klein, hier 2 Versuche und dann plapp, wieder nach unten beantwortet. Da ist schon noch Luft nach unten da, ne? Aber ich befürchte, wenn ich den jetzt hier aufmache, dass dann genau an der Stelle dann halt auch wieder dann stehen bleiben, weil der hier natürlich schon ordentlich nach Druck aussieht. Also können wir Folgendes machen. Wenn es hier unten mit Tempo durchgeht, dann wäre ich dabei. Ansonsten nehme ich den halt raus. Wobei halt hier auch nicht mehr so wahnsinnig viel möglicherweise zu holen ist. Sondern nur so ein paar Restpunkte. Und Short am Low ist echt immer tricky. Immer. Und oft teuer. Da muss man halt echt schnell sein. Deswegen bin ich da nicht so wirklich ein Freund davon. Ich sehe aber nichtsdestotrotz, dass wir halt hier gerade ziemlich drücken. Ja. Das heißt, hier wird ja alles gerade im Keim erstickt. Ich wäre aber trotzdem ein Freund eher davon, hier oben nochmal hinzulaufen. Ja. Ganz klar. So, und das heißt dann halt auch, wenn ich den hier schnell sichern könnte, würde ich das auch machen. Falls nicht, würde ich halt hier oben die Skalierung dann halt mitspielen. Und die würde dann allerdings natürlich über 10 Uhr dann halt auch hinweggehen. Ne? Das ist halt auch klar. Das heißt, den werde ich dann hier nicht mehr, würde ich hier nicht mehr aufgelöst bekommen. Kann man mal gucken, was der Dau parallel treibt. Nichts Wildes, okay. Also hier fehlen ja irgendwie gerade auch die letzten 5 Minuten kein Bulle in Sicht, ne? Kein Käufer in Sicht. So, kann aber jetzt sein, dass hier, muss ich aufpassen. Und würde ich dann eher aber als normale Order, also nicht MIT. So, und dann mal gucken, ob wir jetzt hier unten durchkommen. Bis zu 850 dann wenigstens mal. Kann hier auch todesmutig sein. Und die halt auch nach unten raus skalieren. Aber wie gesagt, ich denke eigentlich eher, dass wir halt hier jetzt so ein bisschen bremsen und es möglicherweise erst dann halt nach 10 auflösen. So, aber wir haben ja, ich meine, das sieht ja wirklich jeder, ne? Da ist ja wirklich gar nichts gerade irgendwie an Käufern in Sicht. Wahrscheinlich erst jetzt, wo der Short drin ist. Das ist aber auch okay. Aber dann löst man es halt eben mit der nächsten Zeiteinheit auf, ne? Wenn es halt mit der hier mit dem Abschluss halt nicht funktionieren sollte, jetzt zum Ende der Stunde hin. Ansonsten hier 850, da wäre dann halt auch wieder der erste Exit. Und wie gesagt, hopp, gar kein Stop hier drin. Ja, ich bin natürlich hier mit dem Stop generell sehr großzügig, weil ich halt hier schon, also 25 Kontrakte auf jeden Fall, aber halt auch mehr, ne? Von daher kann man sich das ja halt dann in der Regel dann halt auch so einteilen, damit man da halt auch insgesamt noch mit klarkommt. So. Aber wie gesagt, Short am Low immer tricky. Immer. Gar keine Frage. Ist wirklich nicht ohne.
Das heißt, wenn man das jetzt halt irgendwie in der Form verfolgen würde, das heißt, wir brauchen jetzt hier wirklich dann halt einen Schub nach unten raus. Und wenn der jetzt hier anfängt zu bremsen, dann würde ich auch nach oben wieder ausskalieren und dann halt hier wieder einskalieren. Ne? Das ist aber dann halt so ein Projekt, das kann sich dann auch mal irgendwie über ein paar Stunden dann halt auch hinziehen. Trotzdem bin ich aber halt auch auf der anderen Seite ein Freund davon, schnelle Bewegungen, wenn sie denn kommen, dann halt auch so einzufangen. Dauert zwar manchmal ein bisschen, bis da was rumkommt, aber oft gibt es dann halt auch einen amtlichen Rutsch dann halt irgendwann. Und ich mache es zum Beispiel mal so, dass ich halt sage, okay, was ist so das Maximum? Ja, hier unten haben wir halt noch irgend so ein Pivot, damit werden halt auch hier die 850 abgeschossen, dann halt hier irgendwo ins Mittelfeld einfach mal einen Trail setzen und aktivieren, weil man weiß ja nie, was da irgendwie gerade kommt und man ärgert sich, wenn halt ein Spike kommt, der dann irgendwie 40, 50 Punkte lang ist und dann halt wieder komplett auf den Anfang halt zurückläuft. Ne? Das ist natürlich mega ärgerlich dann halt auch. So. So, jetzt mal gucken. Das sieht schon so ein bisschen nach Abschluss hier aus, ne? Weil jetzt halt auch hier die Bewegung so ein bisschen länger wird. So, erstmal machen lassen. Noch 30 Sekunden, bis die Stunde um ist. Und was man natürlich auch machen kann, ist, wenn man jetzt halt zum Beispiel auf so einen Stundenschluss-Peak dann halt setzt und dann halt wirklich einfach den Trail um 3 Sekunden vorher dann halt irgendwo dann halt da hinsetzen. Ne? So, ich mache es jetzt aber erstmal nicht, sondern wird dann halt eher hier. Jetzt war ich natürlich zu langsam. So, mal kurz warten. Trotz allem noch. Weil wir haben jetzt halt eine FIBO hier vom Vortag. Da bremst er jetzt erstmal ein bisschen, ob das jetzt wahnsinnig viel bringt. Das steht auf dem anderen Blatt. So, weil ich baue natürlich mehr auf meine Levels als jetzt auf FIBOs und Pivots und sonst irgendwas. So, und da sind wir jetzt halt dran. So, einer ist raus. Und jetzt kann man natürlich dann auch sagen, gut, entweder fällt durch. Wir nehmen die Reise dann halt da unten mit. Und falls er es macht, TA-Trail hier mit 3 Punkten. Das heißt, wenn wir hier Druck kriegen, dann kommen wir damit ziemlich weit und ansonsten steigen wir dann halt eben hier aus. Und dann passiert aber in der Regel halt auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Aber wenn halt wirklich Druck kommt, ist es wirklich mit dem TA-Trail, das ist der Knaller. Man kriegt da wirklich so oft halt echt so ein paar Meter mit. So, ne? Also, aber kam ja jetzt halt auch nichts mehr und hier unten, das war jetzt eigentlich nur noch so der Schluss von der Geschichte hier, kann man machen, aber man muss trotzdem irgendwo auf der Hut sein. So, also haben wir wenigstens hier am Schluss jetzt noch was gerissen. Zwar nicht viel, aber so was, ne? Ist ja okay. Zumindest halt hier ein bisschen Ausgleiche dann auch geschaffen. Ja, das war so, keine Ahnung, ich frage mich natürlich dann auch immer, ist das Pech oder bin ich da inzwischen zu dumm dafür, den DAX richtig zu handeln? Aber das habe ich nicht kommen sehen. Also, dass wir so krass halt jetzt hier nach unten drücken. Zeig's mal nochmal, wo wir hier halt, guck ich das mal einer an. Ich meine, das sind ja genau die Kerzen, auf die man wartet, bei jeder Eröffnung, ne? Dass die aber dann genau dann kommt, wenn wir hier viel nah haben. Natürlich klar, ne? Das ist Murphy's Law. In seiner vollen Breite mit Anlauf in den Allerwertesten. Gut, okay. Aber so ist es halt. Also ich meine, das ist doch irre, oder? Wann hatten wir zuletzt bei der Kassa-Eröffnung denn mal eine Kerze, die irgendwie 150 Punkte lang war, nicht nur lang war, die auch dann auch noch dort geendet hat. Ich meine, das ist ja nur ein schwarzes Ding hier oder ein Rot oder wie auch immer. Und
Das ist doch echt der Knaller, ne? So, da kannst du echt lange suchen, um so ein Ding zu finden. Ich hätte zumindest gedacht, wir kriegen hier so ein bisschen Reaktion und dann hätte man sich ja dann angucken können, okay, passiert nichts irgendwie im Rücklauf, dann kann man dann auch Short drehen. Aber so, Einbahnstraße, ja, das war auch die Wohler, nach der ich gebettelt habe. Richtig, ne? Klar. So, aber wichtig ist natürlich, also ich bin ja generell schon eher Short. Hat ja auch ganz viele Gründe. Ich meine, DAX liegt der Trend vor. So, das müssen wir, glaube ich, nicht weiter vertiefen. So, wann aber natürlich so ein Trend wirklich mal fortgesetzt wird, weiß man natürlich nie. Und deswegen gehe ich natürlich als Daytrader immer halt hin und versuche, dann natürlich mich erstmal auf Intraday einzustellen. So, das heißt jetzt aber auch umgekehrt. Ich handle ja jetzt nicht wirklich den DAX, ne? Also keine Ahnung, wenn sich das irgendwie hier nur ein bisschen so abzeichnet, dann überlege ich mir das vielleicht heute noch, da doch noch eine Position irgendwie zu machen. Aber so, wenn ich aber dann sowas sehe, ne, und hatte heute Morgen die Idee, oh, ich könnte nochmal longen da oben hin. Ja, sehr gut, schön, wenn ihr das da oben macht mit dem Long an der Stelle. Aber das, nur weil ich das schön finde und der Meinung bin, ja, müsste aber eigentlich, weil das dem Markt total Wumpe. Und das heißt, ich muss hier gucken, was passiert denn jetzt hier wirklich gerade? Und da sehe ich doch deutlich, das behaupte ich mal, ist fake. Keine neuen Hochs, hier nicht mehr hingelaufen, durch die Tiefs unten durch, unter der 915, die immer wieder verteidigt wurde. Wir haben Druck nach unten. Hier werde ich einen Teufel tun und noch irgendeinen Long suchen, auch nicht hier unten in der grünen Zone. Auf gar keinen Fall. Weil ich habe auch gestern noch geschrieben, wir werden auch ohne Konjunktiv, wir werden sehen, dass das Volumen einmal kräftig nach unten drückt. Ich weiß nicht, ob das heute ist, ob es gestern war. Ich meine, gut, das weiß ich, ob es gestern war, aber ich habe gestern auch geschrieben, ich weiß auch nicht, ob es an dem gleichen Tag ist, wo ich das vermute. Ich kann den Zeitpunkt nicht wissen. Wir werden es aber kriegen. Und das sind genau die Dinger, wo man dann sagt, na gut, ich gehe hier mal ein bisschen long, da muss er doch mal irgendwie 20 Punkte reagieren. Nee, wenn so ein Tag kommt, wird er da keine 20 reagieren. Oder hier unten, wo es grün ist, muss er auch nicht. Gar nichts muss der dann. Das Einzige, was der dann muss, ist genau diese Position, dieses Volumen, das dann halt reinkommt, absorbieren. Und das ist das Einzige, was der muss. Und was ich als Daytrader muss, ist mich darauf einstellen und oder die Füße stillhalten, wenn ich das halt nicht schaffe. Ne? Auch genau wie jetzt zum Beispiel. Wo vielleicht dann auch einer gesagt hat, boah, da unten Short lohnt sich nicht mehr, guckt's euch an. Ne? Den hätte man noch drin lassen können. Und es ist genauso möglich, dass wir diesen Punkt heute gar nicht mehr sehen, sondern komplett hier unten durchfallen. Und das heißt ja nur, ich kann ja nur gucken, was kommt. Und ich habe jetzt ja auch gesehen, es sind keine Bullen in Sicht. Es ist einfach keiner da, der das Ding hier kaufen will. Und ob da jetzt noch später einer kommt, weiß ich nicht. Aber solange es so aussieht, suche ich da keinen Long mehr. Ja, und das war hier oben ja, als ich den ersten Long da oben platziert habe, war es ja auch anders. Ne? Und da hat man ja schon gesehen, dass da halt deutliche, die Tendenz war ja klar nach oben gerichtet, ne? Dass die aber dann halt sofort die Flügel gestreckt haben. Das weiß man ja nicht vorher. Ne? So, das heißt aber dann halt für mich jetzt natürlich auch umdenken. So, dann werde ich jetzt noch ganz kurz was dazu sagen, was ich meinte, mit dem der Markt kann das so nicht weiterspielen, das Spiel. Weshalb, was auch mit da reinspielt, ich meine, generell bin ich der Meinung, wir müssen einmal runter, weil halt das hängt in der Luft, der ganze Markt. Und das heißt aber nicht, ich will hier Crash und keine Ahnung, Quatsch, ich will ja nur einmal kurz auf 30.800 im DAU. So, das Bild im Daily, ich werde jetzt mal hier kurz umschalten, das Bild im Daily aber ist nicht short. Überhaupt nicht. Das Bild im Daily ist Katastrophe long. Also das kann man nicht wirklich sagen. Ne? Aber hier auch hier sieht man, der hängt da in der Luft und hier bei den letzten Tiefs kein Anschluss, nix. Ne? Also hier auf diese Peaks da aufgesetzt. Das funktioniert doch nicht. Und da fehlt ein vernünftiger Anschluss. Und da kommt natürlich entsprechend halt auch hier dieser Bereich, die 30.800.
Weil hier war halt einfach so, hier waren die letzten Verkäufer, die überfahren worden sind. Der Bereich ist zurückgekauft worden und nicht mal dahin zurückgelaufen. Stattdessen tanzen wir hier die ganze Zeit hier oben auf der 240 da halt irgendwo rum, auf den Peaks. Und da glaube ich nicht dran, dass das funktioniert. Am besten Willen nicht. Auch wenn es jetzt erstmal gerade nicht besonders short aussieht. Aber was er aber hier zeigt, ist was anderes. Und zwar folgendes. So, mal gucken, das habe ich nämlich gestern. Mal gucken, ob ich das hier jetzt drin habe. Moment. Also irgendwie mit meinem Live-Chart in der neuen Version stehe ich irgendwie noch auf Kriegsfuß. Jetzt habe ich hier gar keine Linie mehr. Was ist denn das jetzt? Ja, das so viel dazu. Ja, erkennt mir jetzt hier irgendwie nicht, dass ich im H1 unterwegs bin. Mal umschalten, vielleicht geht es dann irgendwann. So. Und zwar folgendes. Das ist mir aufgefallen. Habe ich hier mal eingezeichnet. Ihr könnt es bei euch nicht sehen, aber ich kann es ja mal freigeben. Und zwar, was wir halt hier sehen, weswegen ich halt auch sage, es muss eigentlich in irgendeine Richtung knallen, früher oder später. Ich dachte eigentlich, es ist ein bisschen deutlicher, also hatte ich es halt irgendwie in der Wahrnehmung, als ich dann eingezeichnet habe, habe ich gemerkt, oh, doch nicht so deutlich. Aber es ist da. Und was wir halt hier jetzt zum Beispiel sehen, ist, jetzt hier zum Beispiel dieses Hoch, und dann kommt ein Tief. Mit einem tieferen Tief. Dann kommt ein Hoch, das ist nochmal fast so hoch. Tieferes Tief. Hoch, fast genauso hoch. Nochmal ein tieferes Tief. Höheres Hoch. Also, wenn man das, nur die letzten beiden Bewegungen, wenn man die mal versucht, in die Zukunft zu spielen, was ist die mathematische Konsequenz daraus? Die mathematische Konsequenz wäre eine unendliche Ausdehnung. Und das kann ja logischerweise nicht funktionieren. Und das heißt, der Markt kann das so nicht weiterspielen. Der kann nicht weiter neue Tiefs machen und neue Hochs. Es funktioniert nicht. Beziehungsweise es funktioniert vielleicht noch irgendwie ein, zwei Mal. Und dann wird die ganze Geschichte in irgendeine Richtung ganz fürchterlich knallen. Und das meinte ich halt mit, man sagt ja immer, in der Börse ist irgendwie alles möglich. Auch das Gegenteil davon aber nicht, es geht nicht. Also ne, rein, ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht einen Mathe-Professor in der Runde haben. Und der könnte da sicherlich, könnte das viel, viel besser darlegen, als ich es kann. Aber da braucht man ja eigentlich nur mal so ein bisschen das größere Einmaleins dann halt herzunehmen und sich halt mal überlegen, wie kann ich denn immer neue Tiefs machen, gefolgt von immer neuen Hochs oder halt auch von gleichbleibenden Hochs. Es funktioniert nicht. Und wie gesagt, rein mathematisch nicht. Aber auch, wenn man davon ausgeht, dass halt zum Beispiel halt das Volumen halt immer das gleiche ist. Ja, oder auch, ich brauche, oder wenn man davon ausgeht, um so eine Strecke andersrum zu erreichen, muss ich ja halt eigentlich das Volumen ja auch vergrößern. Ich kann ja nicht das Volumen immer unendlich vergrößern. Das geht nicht. Und deswegen stoßen wir hier an physikalische Grenzen und weshalb ich auch wirklich darauf warte, dass wir halt hier wirklich ordentlich mal Volumen kriegen in eine Richtung. Es kann natürlich sein, dass ich mit dieser 30.800 und dem Rutsch nach unten falsch liege. Es kann absolut sein, das schließe ich überhaupt nicht aus, weil die ganze Geschichte kann natürlich auch nach oben genauso gut auflösen. Aber sie muss auflösen und es kann nicht mehr lange dauern, weil, wie gesagt, das Spiel so nicht spielbar ist. Und das ist mir halt aufgefallen und das wollte ich halt auch entsprechend auch mal zeigen, wie das Ganze aussieht. Also wenn hier einer anderer Meinung ist oder, wie gesagt, wir hier halt auch einen Mathematiker unter uns haben, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, glaube aber, dass ich damit richtig liege. Gut. Tja, ne? Gut, alright. Also, ich denke mal, das war es ja dann auch erstmal.
Soweit. Ich gehe mal hier zurück in die andere Kamera, ins andere Bild. So, also, nach Resümee ist ja, glaube ich, der Markt hat unerwartet seinen Trend in Angriff genommen. Sowohl, ja gut, beim Dow kann man gerade nicht vom Trend sprechen, aber halt beim DAX halt auf jeden Fall. Zwei Versuche sind auch genug. Wenn man halt irgendwie sagt, na gut, ich setze auf seitwärts, dann habe ich auch erkannt, okay, wir machen kein seitwärts, wir machen heute Trend. Der letzte Short ist ja dann halt auch aufgegangen, der letzte Trade. Und wäre halt auch, wie man jetzt mittlerweile sieht, noch deutlich weiter gelaufen. Ne? Und auch das, was ich jetzt am Schluss gesagt habe, ich suche hier keinen Long mehr, es bestätigt sich ja gerade, ne? Weil allein in den letzten 10 Minuten sind wir hier nochmal irgendwie 50 Punkte nach unten gerutscht. Und es kann sein, dass wir diese Einbahnstraße halt beibehalten. Ich hatte sie eigentlich gestern, hätte ich sie gerne gehabt. Es ist auch nicht gesagt, dass sie heute kommt. Aber halt, man sollte sich einfach halt momentan jeden Tag drauf einstellen und dann nicht mehr nach dem Motto, hier reagiert's ein bisschen, da reagiert's ein bisschen, hier 10 Punkte da. Für meine Begriffe steht, ja, ich wiederhole mich ja nur, aber es steht halt irgendwie kurz bevor, dass wir halt eben einen Tag kriegen, der nur in eine Richtung geht und wo wirklich alles überfahren wird und da braucht man nicht dagegen zu halten. Und so ein bisschen die Anzeichen dafür haben wir jetzt hier gerade auch im DAX. Ob sich das dann bestätigt, das sehen wir dann halt wahrscheinlich jetzt gleich, wenn wir halt hier an das Tagestief von gestern kommen, damit auch an Jahreseröffnung, ganz wichtiger Punkt natürlich halt auch. Und könnte sein, ja, dass dann halt natürlich auch irgendwo irgendwelche Algos halt sagen, aua, oder halt auch Fondsmanager sagen, kriegen keine Performance hin, ja, alles, was wir im Januar aufgemacht haben, schmeiß weg. Dann kriegt man einen Rutsch, ne, der sich natürlich auch gewaschen hat. Aber das kann halt sein. Ich meine, letzten Endes brauchen die Jungs halt, die halt zum Beispiel halt solche Aktienfonds halt auflegen, die brauchen ja natürlich halt auch ihre Performance. Und wir haben jetzt halt mittlerweile fast März und stehen 2 Monate auf der Stelle. Also wenn man das halt mal aus der Sicht dann halt nimmt. Das Gleiche gilt natürlich halt auch für die Amis. Seit der Präsidentschaftswahl beziehungsweise seit der Amtseinführung bei 240 steht es auf der Stelle. Ne? Und da sind wir auch nur noch gerade 250 Punkte davon entfernt. Und beziehungsweise das haben wir gestern auch schon angetestet. Und deswegen ist dieser Bereich, was im DAX halt die Jahreseröffnung ist, diese 13.700 irgendwas, ne, knapp unter der 13.800, das ist im DAU halt die 31.240. Also das ist die Woche der Amtseinführung von Biden. Und sie halt auch ohnehin beides irgendwo am Jahresanfang generell. Ne? Und das deswegen ist da halt schon, glaube ich, dass es plausibel ist, da halt anzunehmen, dass dort dann auch eine Entscheidung halt fallen wird. Also hinsichtlich der größeren Marktteilnehmer, weil man dort ja am einfachsten sieht, so von dem, was bis jetzt da halt irgendwie reingesteckt wurde, in diesem Jahr performt oder performt nicht, ne? Und dort ist halt einfach null. Und wie kriegt man die Performance hoch? Ganz einfach, indem man halt tiefer einsteigt. Und tiefer geht's halt nur, wenn man halt auch ordentlich abstößt und dann halt die Chance dann halt nochmal nutzt. Ne? Deswegen habe ich die halt auch so dick bei mir eingezeichnet, unter anderem. Und habt ihr natürlich dann entsprechend auch im Auge. Gut, so. Das war das Wort zum Dienstag. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei wart. Und hoffe, ihr könnt was damit anfangen, mit dem, was ich so von mir gegeben habe. Ich wünsche euch natürlich viel Erfolg heute beim Handel. Passt auf. Ja, also ich habe es ja weit ausgeführt und gehe auch einigen bestimmt auf den Nerven damit schon in meinem Blog. Aber es wird halt, ich befürchte halt einfach, dass es halt irgendwie kurz bevorsteht. Sonst würde ich ja nicht so drauf rumreiten und da irgendwie dauernd irgendwie die Alarmflagge rausholen. Gut, Nelson, mein Lieber, auch dir danke für heute Morgen. Und aber du hast hier immer das letzte Wort und darfst dich hier gebührend von deiner Zuschauerschaft verabschieden. Ja, danke, vielen Dank, lieber Dirk. Vielen Dank für das Webinar, vielen Dank für deine Zeit heute Morgen und natürlich auch vielen Dank an allen Teilnehmer.
fürs Dabeisein. Ich wünsche natürlich auch ebenfalls einen erfolgreichen Trading-Tag und eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und ja, würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Und zwar wird es sein nächste Woche NFP. Also, bis dahin alles Gute. Tschüss.